Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist. Hast du schon gestartet? Ja, ja, also die Aufzeichnung läuft. Also, weil ich sehe bei mir nicht, dass es läuft. Es läuft nicht bei mir. Bist du sicher, es läuft? Ja, ich bin sicher, es läuft. Also ich glaube, wenn die Neugier alleine den Spannungsfaktor des Podcasts definiert, dann haben wir schon mal gut eingezahlt. Ganz genau. Dezember 2023, das Jahr neigt sich dem Ende zu und was erwarten alle? Einen Jahresrückblick oder vielleicht auch einen Ausblick aufs neue Jahr. Ich glaube, wir wollten diesmal die Erwartung nicht befriedigen und haben uns überlegt, worüber wir reden könnten. Wir, Susanne und ich, gemeinsam in dieser Episode. Und was lag näher, als tatsächlich endlich mal unser gemeinsames Herzensthema etwas genauer zu beleuchten? Was das ist? Natürlich ist es das Podcasten. Und darüber reden wir in dieser Episode. Über das, was wir gelernt haben. Über Themen, in denen wir gut sind und auch noch besser werden können. Über Herausforderungen und wie wir damit umgegangen sind und wie wir daran in 2024 weiterarbeiten wollen. Also, wenn Podcasten auch eure Leidenschaft ist oder zumindest eure Neugier, dann hört rein in diese Episode. Hallo Susanne. Hallo Claudia. Susanne, ich freue mich sehr, dass die letzte Episode von 2023, eine ist, die wir beide endlich wieder mal nach super langer Zeit miteinander machen. Und zudem haben wir uns auch noch ein Thema ausgesucht, was vielleicht am allermeisten mit uns beiden dieses Mal zu tun hat. Genau. Weil heute reden wir. Worüber wollen wir reden? Heute reden wir über das Podcasten. So. Ach, welche Überraschung. Ja, Kraft unserer Wassersuppe. So. Ja, genau. Ja, und warum gerade Podcasten? Wir haben lange überlegt, worüber wir unsere letzte Episode dieses Jahr machen. Und wir haben zwei sehr schöne Jahresrückblicke gemacht und vielleicht auch ein bisschen Ausblick damals mit dabei gehabt. Und wir haben gesagt, wir wollen was anders machen. Wir wollen mal gucken, wie ging es uns denn eigentlich mit diesen Podcasten dieses Jahr? Genau. Oder vielleicht auch über die ganze Zeit. Mal gucken, was so die Themen sein werden, worüber wir reden wollen. Warum ist uns das so wichtig? Ich glaube, es ist zwar zeitmäßig ein kleiner Bestandteil unserer Arbeit. Wir machen vieles andere. Wir sind Trainer, Berater. Wir machen ganz, ganz viele andere Dinge. Und nebenbei haben wir auch noch diesen kleinen Podcast. Aber so vom emotionalen Verbundenheitsgefühl nimmt es für mich einen relativ großen Platz ein. Genau, und das spürt man ja auch in der Art, wie du darüber sprichst. Also, ja. Aber für dich auch, Susanne, glaube ich. Und warum haben wir gesagt, wir wollen das einfach mal selber zum Thema machen? Weil wir schon so ein bisschen, also wir, ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich sage. Susanne. Na, dann sag's doch einfach mal und ich sag dir, ob ich zustimme. Dann machen wir das so, genau. Weil es, glaube ich, schon eine Diskrepanz gibt zwischen unserer Attitüde, die wir sonst in unserem Jobkontext haben, zu sagen, wir sind die Experten, wir sind die Profis, wir sind professionell in all dem, was wir tun. Und jetzt machen wir Podcast. Und da gibt es bei uns Kollegen, die da drin die Profis sind, das sind aber nicht unbedingt wir. Nee. Wir sind vielleicht welche geworden in der Zwischenzeit und da können wir nämlich mal drauf gucken. Oder besser geworden. Aber eigentlich ist es nichts, was wir von Haus aus mitbringen, was zu diesem Podcasten gehören könnte. Und das ist so ein bisschen so ein Dilemma, glaube ich, was wir empfinden, dass wir das einerseits natürlich super gut machen wollen, aber da so ein paar Facetten reinspielen, wo wir vielleicht einfach von Haus aus gar nicht so super viel mitbringen. Die uns vielleicht zu? Ja, genau. Also so ein paar Sachen, die uns vielleicht einfach ein bisschen schwerer fallen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur von uns Learning Professionals, dass wir sagen, wenn wir etwas machen wollen, wir probieren das einfach. Und
Natürlich ist mir sehr, sehr bewusst, dass wir uns viel Hilfe von rechts und links holen konnten, aber wir wollten es ja eben selbst machen und es sollte eben unser beider Podcast bleiben. Von daher ist vielleicht auch immer dieses Understatement bei uns dabei gewesen, dass wir gesagt haben, naja, wir machen zwar Podcasts und wir sind Profis im Lernen, aber sind wir denn Profis im Podcasten? Ich glaube schon, dass wir mittlerweile viel Expertise aufgebaut haben. Und das ist vielleicht ganz spannend, wenn wir heute mal überlegen, was sind denn so die Sachen, die uns herausfordernd oder herausgefordert haben beim Podcasten die ganze Zeit und wie haben wir uns da so ein bisschen aufgestellt. Das fände ich ziemlich spannend, wenn wir das mal durchgehen. Mir fallen so ein paar Bereiche ein. Wir können ja mal zusammenführen, okay, was wir denken. Lass uns mal sammeln so, vielleicht erstmal. Genau. Wollen wir erstmal so ein bisschen sammeln, was uns so durch den Kopf geht? Weil also, ich habe dazu jetzt noch gar nichts gesagt. Es geht mir genauso, Susanne, wie dir, dass ich glaube, wir haben wirklich viel, viel, viel Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben und an denen wir uns gewachsen sind. Genau. Aber es gibt eben auch Themen, die uns herausfordern. Und lass uns mal die Töpfe aufmachen, bitte. Also ich kann der erste Topf, den ich aufmachen kann, weil der mich heute wirklich wahnsinnig gemacht hat, ist die Technik. Okay. So. Okay, da könnte ich auch was reinwerfen in den Topf der Technik. Okay, gut, Technik Nummer eins. Was noch? Darf ich das sagen? Ich natürlich. Glaub, ich habe eine Sache im Kopf, die mir jetzt an der Stelle wichtig ist. Und das ist sowas, was ich so ein bisschen in Hochkomma und mit Augenzwinkern das Journalistische nennen würde. Und alle, die eine journalistische Ausbildung haben, die schmunzeln jetzt mal darüber. Das ist zumindest ein Thema, was mich auch beschäftigt beim Podcasten. Genau. Was bei mir immer so ein bisschen Thema ist, was ich zurückstelle und da glaube, dass du viel stärker aktiv bist als ich, beziehungsweise genauer bist als ich, weil du genauer bist in Sprache, ist das Thema Marketing. Ich schreibe gerne mal LinkedIn-Posts und ich kriege immer Schelte von dir, weil sie sprachlich nicht genau genug Du kriegst sind. Wohlwollendes Feedback zur Verbesserung. Bitte. Genau, jetzt bist du wieder dran. Okay, was haben wir noch? Also Technik hatten wir hatten das Journalistische, wir haben das Thema Marketing und naja, und ich glaube, das Allergrößte eigentlich sind ja so die Themen, über die wir in unseren Podcasts reden, richtig? Genau, ich glaube ja, das ist das, was wir wirklich die ganze Zeit am meisten reinbringen mit den Partnern, mit den Gesprächspartnern, die wir uns aussuchen. Ja. Das ist die Fachexpertise oder das sind die Inhalte, über die wir sprechen. Das ist ja, glaube ich, das, was in meiner Vorstellung das Allerwichtigste in einem Podcast ist, dass er nicht leer ist, sondern absolut, dass da auch was rüberkommt. Ich stimme dir hundertprozentig zu, Susanne, absolut. Genau. Absolut. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, warum ich glaube, dass mir das Podcasten so viel Spaß macht und ich da auch so da drin bin, denn ich bin von Hause aus neugierig. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, ne, um ein bisschen philosophisch zu werden. So. Okay. Aber tatsächlich ist es so, dass man wahnsinnig viel erfährt, wenn man Podcasts macht, weil man ja so ein bisschen auch selber derjenige ist oder diejenige in dem Fall, die Fragen stellt. Und diese Neugier, das ist auch etwas, wo ich mir bei uns beiden überhaupt keine Sorgen mache, weil neugierig bleiben wir, glaube ich, unser Leben lang. Absolut. Also ich glaube, wenn die Neugier alleine den Spannungsfaktor des Podcasts definiert, dann haben wir schon mal gut eingezahlt auf das Ganz Konto. Genau. Was aber auch dazu führt, Susanne, wollen wir noch mal kurz ein bisschen bei diesem Thema und der Expertise bleiben? Würde sich doch jetzt ganz gut anschließen, dazu ein bisschen zu sprechen. Genau. Na klar, gerne. Es ist ja schon so, dass wir so als Corporate Learning Professionals, glaube ich, echt ein großes Portfolio an Themen haben, über das wir reden können. Weil sich Lernen einfach auch in den letzten, naja, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren total verändert hat und weiterentwickelt hat. Genau. Und der Blumenstrauß immer bunter wird und damit auch immer mehr Themen da reinspielen. Und jetzt hatten wir dieses Jahr ja Themen, die sehr nah an dem waren, was wir so vielleicht fast jeden Tag in unseren Projekten machen. Aber wir hatten auch Themen, die ganz schön weit davon weg waren, richtig? Ja, also wenn ich schon an das Thema Zukunft denke, über das, über das du sprichst, wobei ich tatsächlich, was ich so spannend bei unserem Podcast auch immer finde, ist ja die Tatsache, am Anfang haben wir gesagt, so wir sprechen mal unsere Expertise runter. Das war so vor 2 Jahren. Da sind uns Absolut. Auch die Themen total leicht gefallen und alles rausgeputzt, weil das genau unsere
Expertise war. Und irgendwann sind wir ja dann so ein bisschen in dieses Interviewen reingerutscht, weil wir dann gesagt haben, oh, das ist jetzt aber gar nicht mehr mein eigenes Thema. Das ist aber ein Thema von anderen Learning Professionals, von Kollegen von uns, die ja Themen treiben. Videoerstellung ist etwas, was ich vorrangig nutze bei Kunden auch, aber eher aus der Sicht einer Projektleiterin und gar nicht aus der Sicht derjenigen, die das wirklich erstellt. Und von daher sind es, ist es ziemlich breit geworden, glaube ich. Aber wir haben umso mehr gelernt über Gesundheit im Lernen, über sonst welche Geschichten. Zum Beispiel, ja, absolut. Und wir können ja mal, lass uns doch mal kurz mal so rüberfliegen, was wir so dieses Jahr, so die Themen waren, aus denen wir wirklich selbst und persönlich auch was gelernt haben. Du hast eben gesagt, Gesundheit beim Lernen und Video. Genau. Und für mich war es auch ganz viel. Also ich produziere selber keine E-Learnings und über Barrierefreiheit in E-Learning-Angeboten zu sprechen, war für mich wirklich was Neues. Ich habe über die Zukunft in dem Zukunft-Podcast, das war für mich auch ein Thema, wo ich nur mal kurz Berührung vorher mit hatte. Und mir fallen bestimmt noch 2, 3 PLEs, auch noch so ein Thema, was wir dieses Jahr besprochen haben. Ich spreche es nochmal schnell aus. Ja, aber Personal Learning Environments. Du hast so viele schöne Themen gehabt, also die PLEs, dann Barrieren, dann Resilienz hattest du auch als Thema, ich extrem spannend absolut. Fand. Ja. Genau. Nein, ich habe es mir ja dieses Jahr ein bisschen bequem gemacht. Also Gesundheit beim Lernen, das Thema ist ja ein bisschen mir zugeflogen. Eigentlich wollte ich über hybrides Lernen sprechen, aber mein Interviewpartner hat gesagt, das findet er langweilig. Okay, und Gäste sind immer diejenigen, die entscheiden, Susanne. Ganz genau. Ich habe mich ausgetauscht mit Kommunikationspsychologen und das Thema, wo ich aber tatsächlich das Gefühl habe, ich lerne immer noch weiter, auch wenn es jetzt gerade schon, ich spüre, dass es abebbt. Ich glaube aber, dass wir grundsätzlich eine Haltung immer noch dazu, eine verändernde sich haben, ist das Thema KI, was mich wirklich begleitet, wo ich auch denke, das wird vielleicht mein Thema. Und du hast 2 Episoden dieses Jahr dazu gemacht, tatsächlich. Zum Thema KI. Ganz genau. Ich habe 2 Episoden dazu gemacht und es kann sein, dass ich meine Spur hier mal muten muss oder ich lasse es extra drin, um zu zeigen, wir haben im Winter aufgenommen. Bei mir kam gerade Schnee vom Dach. Okay. So. Wir lassen es drin. Wir wollen O-Töne, O-Töne aus dem realen Leben sammeln. Vielleicht was fürs nächste Jahr. Ein ganz Plan. Genau. Aber ich glaube, alle Themen können wir mal gar nicht benennen. Die Lernbooster fallen mir noch ein als spannendes Thema. Oh, aber ja, ich glaube, die können unsere Hörer einfach auch durchhören so ein bisschen und mal reingucken, einfach in der Liste stöbern. Denn ich glaube, fachlich sind wir mit unserem Podcast durchaus weit aufgestellt mit dem Bereich Corporate Learning. Und ich staune immer wieder, dass es nicht aufhört. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir gesagt haben, so, wo reden wir jetzt drüber? Und es hat aber nicht aufgehört. So. Das stimmt. Das ist eine interessante Beobachtung. Aber vielleicht bringt uns das jetzt, Susanne, ein bisschen zu den Themen, die wir vorher schon angesprochen haben. Ne? Also wir haben jetzt ja über so Fachthemen gesprochen, wo ich jetzt für mich sage, nicht in allen war ich zu Hause dieses Jahr. Und damit, glaube ich, hat mich ein Thema stärker umgetrieben, vielleicht auch nur mich, aber ich würde es schön finden, darüber mal ein bisschen zu reden. Die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich keine Ahnung von dem Fachthema habe und wie gehe ich das an? Und jetzt kann man sagen, also ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich mal deinen sonstigen Sprech wiedergebe, sei doch neugierig, das bist du und stell Fragen. Ne? Das ist so ein bisschen dein Ansatz dazu. Ja. Den finde ich toll. Ich bin aber, glaube ich, in der Zwischenzeit davon überzeugt, dass nur neugierig sein und nur Fragen stellen alleine nicht reicht. Sondern dass eben ein Stück weit Recherche zum Fachthema nötig ist, um zumindest ein grobes Verständnis zu haben, um darauf basierend auch hoffentlich die eine oder andere gute Frage stellen zu können. Mhm. Sagst du auch, dass es für dich sich so darstellt? Ja, wobei das ja immer der Teil ist, der bei uns ein bisschen kollidiert mit dem Faktor Zeit. Wenn wir sagen, absolut. Der Podcast ist halt eben nicht die Hauptaufgabe, dann zu sagen, wie tief kann ich eigentlich reingehen und wie viel muss die persönliche Neugier und das Spontansein im Podcast da tatsächlich eine Lücke füllen. Also ich bin komplett bei dir. Man kann besser über Themen reden, wenn man sich auskennt. Also wenn man zumindest eine Grundlage geschaffen hat. Deswegen braucht es halt auch immer so ein bisschen Vorgespräch. Das ist das, wo ich immer so meine Sachen raussauge.
Und beim einen oder anderen Thema ist es aber schon auch so, dass ich dann abends da sitze und Zeitschriften wälze, in meine alten Unterlagen gucke, so, Cool. von vor vielen In Jahren, um deine mich zu. PLE, in deine aufgeschriebene, händisch aufgeschriebene PLE. Ja, genau, in die angesammelte, die ein bisschen chaotisch ist. Ja, So, genau. okay, sehr schön. Ja, und das ist was, was mich dieses Jahr ja umgetrieben hat, Susanne. Du weißt, dass ich so oft dieses Schlagwort Interviewtechnik, ne, zwischen Oh uns beiden ja. ins Spiel gebracht habe. Und für mich selber mir, glaube ich, wünschen würde, ich würde da ein bisschen mehr Handwerkszeug haben oder noch bessere, sagen wir vielleicht mal, noch besseres Handwerkszeug haben, weil ich einfach glaube, dass gute Fragen das A und O eines guten Gespräches sind. Ja, das stimmt. Wer fragt, der führt. Das war doch Vera Birkenbiel. Und tatsächlich glaube ich in der, also ich kenne es jetzt aus der Psychologie oder vielleicht auch ein bisschen aus dem Trainerdasein. Und ich glaube aber gerade auch in der Journalistik ist das drin. Jetzt ist für mich immer die Frage gewesen, und das war das, wo wir uns manchmal nicht ganz einig waren, tatsächlich. Ich möchte gar keinen Journalisten-Podcast machen, denn das ist nicht mein Anspruch, sondern ich mag diesen Austausch auf Augenhöhe. Und deswegen sage ich auch immer, als Learning Professional bin ich halt neugierig, und unterhalte mich dann mit den Menschen, was mich interessiert, und hoffe dann, meine Hörerinnen und Hörer interessiert es auch, was mich interessiert. Das ist aber ein sehr, sehr egoistischer Ansatz. Das gebe ich schon auch zu. Aber ein So. pragmatischer, Susanne. Und du hast ja mit diesem Ansatz, denke ich, jetzt gezeigt oder auch für dich selber so, wenn du das Revue passieren lässt, siehst du, dass du tolle Episoden produziert hast mit der Neugier und vielleicht mit einem bisschen Handwerkszeug aus deiner ehemaligen Studienzeit oder vergangenen Genau. Studienzeit, was eben tatsächlich solche Geschichten wie Fragen und Gesprächsführung betrifft. Ja, und da ist, glaube ich, so für mich ein bisschen der Punkt, ich habe das alles nicht, du weißt, also du weißt und ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen alle schon wissen, ich habe ja in Hochkomma nur BWL studiert, also sicher ein Studium, was sehr, sehr viel bringt, aber eben jetzt nicht zu dem Thema, wie mache ich einen guten Podcast? So. Da habe ich jetzt eher wenig Handwerkszeug aus der Ecke, was ich mitbringen kann. Außerdem ist es auch schon extrem lange her. Ja, ist aber bei uns beiden schon eine Weile her. Wir sind ja keine 20 Ja. mehr, das dürfen wir sagen. Absolut. Nein, wir sind keine 20 mehr. Aber man kann natürlich auch ein bisschen was tun. Und das heißt ja, ich glaube, wir beide sind ja das Paradebeispiel für lebenslanges Lernen, dass es Ja. für uns eben eine Verheißung und kein Fluch ist. Und dass wir uns immer weiter beschäftigen mit Themen, die wir wichtig finden. Und vielleicht sind es für uns beide tatsächlich jetzt auch im Kontext von Podcasting sehr unterschiedliche Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und mir ist eben so ein bisschen so ein Herzensthema tatsächlich, ja, ich wünsche mir schon, dass wir so ein paar Tipps und Tricks uns von den Profis da abgucken können oder ich mir das abgucken kann, weil ich eben tatsächlich, ich höre sehr, sehr gerne Podcasts und ich höre eben nicht nur so eine Art von Podcasts wie unsere sind, also wo Menschen mit einer fachlichen Profession über das sprechen, was sie umtreibt, sondern ich höre auch eine ganze Menge Podcasts, die von Radio- und Moderationsprofis gemacht werden. Und das hat ja auch einen schönen Nebeneffekt, dass man nämlich, wenn man schafft, sich das Vögelchen auf die Schulter zu setzen und aus einer Metaperspektive zuzuhören und die Inhalte mal die Inhalte sein lässt, dass man da auch ein bisschen was lernen kann. Also insofern ist es tatsächlich auch etwas, was ich so ein bisschen als Mittel zum Zweck benutze, um da auch ein paar Tipps und Tricks zu hören, zumindest. Wie gut man mit der Umsetzung nachher ist, wie gut ich mit der Umsetzung nachher bin, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich versuche schon da eben auch ein bisschen was dazu zu lernen und hab auch, glaube ich, das eine oder andere an Weiterbildungsmöglichkeiten, jetzt mal ein Hochkomma, weil das ist ein Wort, was viel zu groß ist. Also sagen wir mal, als Lernmöglichkeiten auch wirklich genutzt. Und wir Genau. haben eine ganze Menge Profis. Ich sage jetzt mal wir, weil alles, was ich weiß, vieles davon versuche ich an dich weiterzugeben. Genau. Und insofern kann ich das vielleicht auch schon mal, glaube ich, erwähnen, weil das Menschen sind, die uns geholfen haben, da zu sein, wo wir heute stehen mit dem Podcasten. Wir haben, erinnerst du dich, Susanne, ich war einmal bei der Akademie für Publizistik in Hamburg und habe bei dem Markus Tirok ein Online-Training zum Thema Interviews und Podcasts tatsächlich besucht.
Und man soll mal so sagen, was ist das eine, was man gelernt hat? Kannst du dich an Vegas erinnern? Ja, das war die Vegas mit Formel, Z. mit der man schöne LinkedIn-Beiträge schreiben kann. Zum Beispiel, oder auch einfach auch im Sprech was schaffen kann, aber das war diese Formel aus Vergangenheit, Entwicklung, Genau, Gegenwart Gegenwart, andere sagen und und Zukunft. Zukunft. Genau. Und Manchmal habe das ich das alles, genutzt, das war hilfreich, es war wirklich toll. ja, ich auch, aber nur manchmal, gebe ich auch zu. Aber trotzdem so ein toller Input irgendwie. So, dann war ich ja bei der Brigitte Hagedorn, tatsächlich privat und aus Lust bei einem Podcasting-Kurs der Volkshochschule in Berlin. Und das waren etliche Module, die wir absolviert haben. Und auch da gab es ganz viele Tipps, eben zum Beispiel für doch ein bisschen Schreiben fürs Sprechen zum Beispiel. Also wie konzipiere ich, was ich spreche? Wenn wir unsere Einsprecher machen am Anfang oder zu Beginn jeder Episode, das ist schon was, da denke ich ein bisschen genauer drüber nach, was ich da vorspreche. Und was fällt mir noch ein? Ach, wir haben so viele Menschen oder ich habe so viele Menschen gehabt, die mir Inputs gegeben Ja, haben. du Ingo hast Stoll zum Beispiel, genau. O-Töne sammeln. Kannst du dich da noch an meine Begeisterung erinnern, wie ich davon erzählt habe? Ja. Auf jeden Fall. Und ganz frisch bleibt bei mir halt immer noch die Tatsache, dass du dich ja in Ultraschall jetzt aufgeschlauter hast, als ich es bin. Ja, auch da, komm, lass uns einfach ein bisschen Werbeblock diesmal auch machen. An der Volkshochschule in Berlin kann man auch dazu einen tollen Kurs machen, der leider nur 3 Stunden geht. Aber man kann von Martin Fischer Basics in Ultraschallbenutzung lernen. Und nach 2 Jahren der Benutzung des Tools dachte ich ja eigentlich, dass ich damit schon ganz schön gut bin und wahrscheinlich sehr schnell mich wieder aus dem Kurs verabschieden werde. Aber ich bin bis zur letzten Minute geblieben. Soll heißen, da gab es wohl offensichtlich doch noch ganz schön viel, was ich nicht wirklich effizient genutzt habe bis dahin. Und ich glaube, Sonne, wir sind da beide ein bisschen schlauer gewesen hinterher, ne? Auf jeden Fall. Was ich ja so interessant daran finde, ist, dass du das beste Beispiel dafür bist, dass man Lernen durch Lehren praktizieren kann, weil du lernst es immer bei den entsprechenden Vertretern und dann gibst du es an mich weiter und lernst gleich noch ein bisschen mehr. Ja, es stimmt. Was man nicht selber erklären kann, hat man auch nicht verstanden. Genau. Das wissen wir Trainer gut. Also insofern positiv formuliert. Nur was ich selbst verstanden habe, kann ich auch weitergeben. Und zumindest versuche ich das. Also es gelingt sicher jetzt nicht in jedem Thema. Aber ich hoffe, dass wir so einen ganz guten Austausch auch zu so Themen hinkriegen, wo so ein bisschen mein Herz für glüht und wo ich denke, das kann ich so als Abfallprodukt ab und zu mal mit dir teilen. Genau. Ja, eine Zeit lang habe ich ja tatsächlich, das war so in den ersten Jahren sehr stark, als noch die Pandemie war, tatsächlich. Da war ich viel in den sozialen Netzwerken unterwegs und habe mir dort viele, viele Inputs rausgenommen und dann Ideen auch teilen können und ähnliches. Und auch ich habe mir eher die, ich sag mal, ausgefeilten Podcasts angehört. Also ich bin ein großer, großer Fan von Süßes oder Saurier. Das ist ein Kinderpodcast. Der ist wie ein Hörspiel. Ich mag Hörspiele total gerne. Das sind die Sachen, die ich dann auch total spannend finde, wo ich es gut verstehen kann, wenn du sagst, eigentlich ist es auch so ein bisschen ein Anspruch von uns, professioneller zu werden, was das angeht. Na, also wirklich auch diese Feinheiten rauszuarbeiten und nicht nur die Professionalität aus der Expertise zu ziehen, die wir mitbringen. Genau. Gut. Genau. Fällt uns dazu noch was ein oder wollen wir mal ein bisschen weiterschauen? Wir können weitergehen. Ich glaube, im Sinne des Storytelling ist irgendwann ein Thema auch durch. Okay, jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, weil dann Nee, werden wir das will ich daran gar nicht. gemessen, wie gut es war. Genau. Okay, worüber müssen wir uns noch Gedanken machen, wenn wir unseren Podcast anschauen, Susanne? Na, tatsächlich, ich glaube ja, Technik ist das Thema, was ich vorhin gesagt habe, was heute ein Pain-Thema für mich war. So ein richtiges Sag mal, Pain-Thema. warum? Sag mal, warum? Ja, tatsächlich, also es hat mehrere Facetten und ich will gar nicht jammern. Es sind eigentlich alles sehr, sehr wichtige und gute Punkte. Also das eine, unser Anbieter, mit dem wir die Podcasts normalerweise aufzeichnen, hat seinen, wie sagt man, sein Pricing geändert. Deswegen mussten wir, weil wir in einem Unternehmen sind, eben auch neue Anträge stellen, ähnliche stellen. Dann kommen die ISO-Zertifizierungen dazwischen, weswegen die Software gerade für uns nicht zur Verfügung steht. Weswegen wir heute mal wieder, und ich weiß gar nicht, ob man es dann hören wird im Ergebnis, mit der
in Ultraschall integrierten Studio-Link-Variante aufzeichne, was wir nicht so oft machen, weil wir viel mit externen arbeiten und ich da immer nicht die Apps installieren lassen möchte. Also da ist manchmal die Sorge vor Schnittstellen bei mir da. Und siehe da, heute hat es bei mir nicht so sauber funktioniert. Und das sind lauter Sachen, die jemand, der jetzt nicht unbedingt Podcaster ist, wird sagen, ja gut, jetzt knallt sie mir hier die ganzen Tools um die Ohren und jammert da was vor. Aber ja, das ist das, was am Ende halt das Wichtige ist, das ist wie wenn man einen Kuchen backt und der Mixer ist kaputt. So ein bisschen. So. Gutes Beispiel, aber da gibt's immer noch ein Handrührgerät, Susanne. Und ob das wir ist dann mein Handrührgerät. Lösung, ob wir dann eine adäquate Lösung für die Technik haben, das wissen wir nicht immer. Also wir, es ist auf jeden Fall ein Faktor, und da bin ich ehrlich, der mich stresst beim Podcasten. Okay. Weil ich mache das halt, oder wir beide, glaube ich, kann ja für uns beide sprechen, wir machen das ja, wenn wir unseren Rhythmus schaffen, einzuhalten, den wir uns selber vorgegeben haben, machen wir es alle 6 Wochen. Ja. Yeah. Weil wir im Wechsel halt mit einer Episode eigentlich live mal mehr, mal weniger. Genau. Genau. Aber theoretisch alle 6 Wochen. Und 6 Wochen ist ein guter Zeitraum, um ganz viel schon wieder zu vergessen von dem, was man braucht in der Technik. Mhm. Und andererseits ist der Zeitraum aber eigentlich auch so groß, dass ich für mich das Gefühl habe, ich schaffe nie tief genug in die Features der Software einzutauchen, um so für mich so eine grundsätzliche Entspannung zu haben, zu sagen, ich hole das Beste raus mit dem wenigsten Aufwand. Ja, und das ist tatsächlich wirklich die Frage, die wir uns da immer so stellen können. Wir haben ja gesagt, wir machen es alleine. Wir könnten uns die Profis holen, die es für uns macht. Mhm. Aber tatsächlich haben wir gesagt, das sind unsere Babys. Wir wollen die komplette Hand darüber haben, was geschnitten wird, was nicht geschnitten wird, was da wie rauskommt. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen weiter lernen damit und nicht alle anderen im Unternehmen da mit belasten. Daher kommt das dann vielleicht auch. Und vielleicht, du hast vorhin gesagt, Susanne, das ist auch dein Pragmatismus. Vielleicht bin ich manchmal auch zu pragmatisch. Also für mich muss etwas einfach funktionieren. Und solange es funktioniert, ist es gut. Und dann muss ich auch nicht alles ins Detail wissen, wie es funktioniert, solange es geht. Problematisch wird es dann aber eben, wenn es nicht geht. Das war heute absolut der Fall. So. Ja, absolut. Und dann merkt man, ich merke, wie mega schnell ich in Stress komme, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich das eigentlich gewohnt bin und wie ich es kenne. Und aber wir haben es hingekriegt. Wir haben es, du hast es hingekriegt. Ich hatte da jetzt gar keine Aktie. Das müssen wir jetzt ehrlicherweise auch schon mal wirklich so sagen. Ja, aber ich glaube mit der Technik, Susanne, ich glaube, das ist in der Tat ein Thema, wo ich ein bisschen den Gedanken habe, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir so eine gewisse Routine haben. Mhm. Vielleicht eine nicht perfekte, weil wir es nie besser wussten. Ja, wir entschuldigen uns für die Soundqualität manchmal hier. So. Ab und zu, ja, genau. So, aber wir haben so eine gewisse Form von Routine. So. Und trotzdem sind wir an so einem Punkt angelangt, wo jetzt so kleine Themen hochkommen, wo wir denken, ja, hätte man doch eigentlich schon lange mal drauf geguckt haben können in puncto Technik oder wir uns damit beschäftigt haben können. Und ich will mal vielleicht 2 Sachen noch bringen. Also gut, jetzt haben wir oft genug Tools erwähnt, die wir verwenden, und ich bin schon auch sehr dafür, da nicht zu viele Töpfe aufzumachen, weil es mir einfach Sicherheit gibt in der Bedienung natürlich und eine Chance auf Lernen ermöglicht. Mhm. Aber jetzt kommen ja so Geschichten. Ich habe ja einen Barrierefreiheits-Podcast gemacht, habe selber sehr, sehr, sehr viel gelernt zu dem Thema und begriffen, dass unser Podcast nicht bisher, barrierefrei also Stand ist. Heute, nicht barrierefrei ist. Nein. Und da sind andere Menschen aus dem Corporate Learning Umfeld, die auch Podcasts haben, deutlich weiter als wir, müssen wir ehrlicherweise sagen. Das heißt, was machen wir damit? Also ich glaube, ich habe für mich, und das haben wir auch beredet, gesagt, ja, wir wollen zumindest Transkripte anbieten. Genau. So, und da kann die KI heute eine ganze Menge unterstützen. Aber man muss sich damit beschäftigen, man muss es testen, man muss es ausprobieren und gucken, wie gut ist die Qualität, wenn man es einfach nur durchlaufen lässt, oder wie viel an Aufwand braucht es in der Nacharbeit, um eben etwas zur Verfügung zu stellen, was mehr Menschen ermöglicht, unsere Inhalte zu nutzen, zu benutzen, als es bis heute der Fall ist. Ganz genau. Und einmal hatten wir das ja getestet. Also wer den ersten KI-Podcast in diesem Jahr gehört hat, der war tatsächlich inklusive Transkript.
Ernsthaft? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wirklich? Diesmal, noch einmal haben wir das tatsächlich gemacht, aber ich habe das Transkript. Ich bin ja Pragmat. Ich habe das mit Word gemacht. Das Online-Word-Kontext transkribieren. Jetzt schlagen einige sicherlich die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, da gibt's viel bessere Tools. Ja, das weiß ich auch, weil wir mussten wahnsinnig viel nacharbeiten. Dafür. Da hatten wir ein Kommunikationsproblem, Susanne, an der Stelle. Das habe ich in der Tat nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Und offensichtlich hatte es sich ja auch nicht etabliert. Also es ist kein durchlaufendes Thema gewesen. Nee, weil es war mir zu aufwendig dann. Ich wollte es immer noch weitermachen, wollte mich mit Tools beschäftigen. Und das ist das Dilemma, was wir haben, ist manchmal eben, dass wir uns dann doch nicht die Zeit nehmen können, die wir wollen dafür. Aber es ist ein Thema, was wir uns fürs nächste Jahr auf die Fahne geschrieben haben. Das heißt, absolut. Es wird dann nochmal was kommen. Wir haben uns was überlegt. Mal gucken. Und dann machen wir da auch Marketing für. Genau. Das ist, also ich glaube, zur Technik gäbe es noch ein bisschen was zu sagen, aber du hast so schön eben Marketing gesagt. Wir wollen Marketing machen. Also soll heißen, du möchtest zum nächsten Thema gehen, glaube ich. Müssen wir nicht, aber ich fand, das passte so schön. Ja, das passte so schön. Aber lass uns mal ganz kurz bei der Technik bleiben, Susanne. Ich hab manchmal so ein bisschen den Gedanken, und ich glaube, den teilst du nicht unbedingt, aber das können wir gleich nochmal herausfinden, dass man sich leider mit der Technik auch beschäftigen muss. Und da spielen schon auch Faktoren eine Rolle, die sind mehr als nur, welche Tastenkombinationen benutze ich denn jetzt, um irgendwie zwei Schritte zurückzuspringen. Und das fordert mich heraus, weil ich glaube, mein Basiswissen ist eben da nicht so besonders groß. Ich reiße jetzt mal ein Thema auf, du wirst es nicht mögen, aber du hast letztens was zu mir gesagt, was mich total gewundert hat und ich möchte das challengen und ich möchte gerne die Meinung von anderen dazu hören. Weil okay. Die liebe Claudia hat mir geschrieben abends, da saß ich neben meinem lieben Mann vorm Fernseher und dann hast du mir geschrieben, Susanne, vielleicht ist das so ein Männer-Frauen-Ding, so, irgendwie so. Ja. Und ich habe gesagt, nein, glaube ich nicht, will ich nicht glauben. Und mein Mann, das muss ich dazu sagen, der hat gesagt, naja, vielleicht gucken wir Männer einfach doch manchmal genauer oder haben mehr Lust am Rumfrickeln an der Technik. Mhm. Und jetzt wünsche ich mir ganz viele Frauen da draußen, die sagen, das stimmt nicht, ich mache das auch. So. Ja, mal gucken. Also es wäre ja total toll, wenn sich da jetzt jemand ein bisschen angepiekst dazu fühlen würde und sagen würde, komm, da gebe ich euch wirklich jetzt mal Feedback, weil in der Tat ist es nach 41 Episoden und einer 10 oder 12-teiligen Miniserie mit dem Feedback ist es sehr sparsam, um es mal vorsichtig zu formulieren, oder? Also wir wünschten uns einfach so viel mehr Interaktion mit unseren HörerInnen, um einfach ein bisschen mehr zu wissen. Aber was beschäftigt, wie beschäftigt das und was können wir vielleicht daraus auch machen? Vielleicht müssen wir da nochmal ganz klar deutlich machen, wo man uns am allerbesten erreicht, weil es tatsächlich auch so ist, dass ich weiß, dass manchmal Kollegen oder Zuhörer uns versuchen zu erreichen und dann irgendwie in so eine kleine Pause reinlaufen. Es ist ein bisschen erschreckend zu sagen, aber am allerbesten erreicht man uns beide direkt über LinkedIn. Ja. Also wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann sprecht eine Claudia Schütze auf LinkedIn an und sprecht eine Susanne Duber auf LinkedIn an. Gerne auch immer unter den Episoden. Und es muss nicht immer nettes Feedback sein. Wir können auch mit Kritik umgehen. Ja, aber es darf auch nettes Feedback sein. Wenn es nett formuliert ist. Wir sind ja liebe Menschen. So, absolut. Genau, also das war so ein bisschen so diese Interaktion, ne, dass wir jetzt vielleicht zu diesem Thema, was wir noch gar nicht richtig zu Ende gesprochen haben, also dieses Männer-Frauen-Ding und die Technik im Podcasten. Ja, das, was ich, glaube ich, zu dir geschrieben hatte im O-Ton, war, Podcasten ist eine Männerdomäne. Das glaube ich nicht. Das habe ich geschrieben, das glaube ich nicht. Okay, wer auch immer. Ich will keine Hausrechte an diesem Satz, an dem Zitat haben. Worauf es mir aber ankommt, ist vielleicht den einen oder anderen aus der Reserve zu locken, um mal rauszufinden, stimmt das eigentlich wirklich? Stimmt das wirklich noch? Weil ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich das schon so wahrgenommen, dass die Podcaster-Szene eher männlich dominiert war. Und in der Zwischenzeit höre ich aber, glaube ich, auch ganz viele Frauenstimmen in den Podcasts.
Was mich sehr freut, und da kommt wieder das Technikthema auf, wenn man einmal irgendeine fachspezifische Frage googelt und durch Zufall in Sendegate landet, da wird in einer Fachsprache diskutiert, wo ich, glaube ich, von 30 Worten im Post fünf überhaupt gar nicht verstehe. Na, weil sich da Soundtechniker unterhalten und wir sind halt keine Meinst Soundtechniker. du? Okay. Kann sein, ja, kann sein. Wir sind Und Learning das meine ich, Professionals. weißt du? Ja, und das meine ich. Und ja, mit dem Frickeln in der Technik ist vielleicht auch ein Gedanke. Also, ich würde sagen, wir haben ganz viel gelernt, Susanne, über die Zeit, wie wir uns jetzt mit den Tools beschäftigen. Ich habe aber gerade im Moment das Gefühl, wir sind an so einem Punkt. Jetzt ist gerade noch mal was da, was wir wirklich lernen müssen. Ja. Und das haben wir uns Und übrigens fürs nächste Jahr vorgenommen. ja, absolut. Ne? Das haben wir gesagt. Nächstes Jahr lernen wir ein bisschen, um professioneller zu werden. Und jetzt haben wir einen roten Teppich ausgerollt für alle, die jetzt sehr genau draufhören werden und dann Ende des nächsten Jahres sagen, aber ihr seid immer noch nicht Genau. besser geworden. Aber vielleicht ja auch doch. Also insofern. Gebt uns gerne Tipps. Vielleicht auch so Ja, übrigens auch. Soundtechniker-Tipps. Also Sehr wo. gerne Tipps. Ja. Oder schenkt mir ein Buch, Soundtechnik für Dummies oder so. Nehme ich. Na, schenken muss man, so weit würde ich nicht gehen, aber Tipps wären toll. Tipps und Tricks wären toll. Und tatsächlich, glaube ich, wäre das schön, wenn uns Menschen auch mal mit, weiß ich, Artikeln, Links, Büchertipps, Wir müssen einen Raum dafür schaffen. Podcast-Tipps, was auch immer, Wir schaffen einen Raum dafür, Claudia. beglücken würden, genau. Ja. Und an dem Raum arbeiten wir und wir werden mal gucken, ab nächstes Jahr wollen wir auch da ein bisschen was anderes anbieten können, so dass alles, was kommt, auch gehört und gelesen und beantwortet wird. Ganz genau. Super. Beantworten, lesen, schreiben, so, nee, ich glaube, jetzt haben wir irgendwie die Kurve zum Marketing gekriegt, oder? Genau. Marketing. Ist auch Selbstmarketing. so ein Thema Du, für uns, ne? du hast einen Satz gesagt. Du Welchen sagst, von den die vielen? Claudia sagt immer Sachen heimlich und nicht laut. Und ich tratsche die dann raus. Nein. Okay, Du was? hast gesagt, das Marketing muss sexy sein. Ja, habe ich gesagt, stimmt, habe ich gesagt, aber das ist kein Sprech von mir. Ich erinnere mich, glaube ich, als ich das erste Mal im Unternehmenskontext mit Marketing in Kontakt kam, natürlich viele, viele Jahre her, aber da kursierte damals so ein Slogan und der hieß, das muss sexy sein. So. Und ich fand das damals irgendwie so ein bisschen befremdlich, weil ich so sagte, hä, was ist denn daran sexy? Aber ich glaube, es ist einfach so ein Sprech. Ja, und Aber der hat ja auch was mit uns zu tun. ja, ich denke halt, dass wie ich mit den Kollegen sprechen möchte und was ich in diesem Podcast mache, ich möchte, dass es nahbar ist. Und ich möchte auf Augenhöhe sprechen. Das haben wir auch oft mal so als Thema gehabt. Also wir möchten Absolut. Gespräche unter Experten führen, Gespräche mit Experten führen und dann zu sagen, in dieser LinkedIn-Welt, wo ich mittlerweile Menschen kenne, die sagen, ja, ich benutze einen Podcast als Marketing-Tool, da bin ich immer nicht ganz so dabei, weil ich denke, ich nutze einen Podcast als ja, Austausch-Tool, als Teilen von Wissen-Tool und nicht als Marketing-Tool. Und da sind auch Marketing-Experten draußen, die das wirklich dann so planen und die sprachlich da vielleicht noch sehr genauer sind als ich. Und ich möchte einfach was Bodenständiges und Ehrliches tun. Nun weiß ich immer nicht, ob das gut ist für unser Marketing. So. Okay, zum Thema Marketing. Ich will deine Frage jetzt gar nicht beantworten. Ist vielleicht auch eine rhetorische Frage Ist eine gewesen. rhetorische Frage, ist auch eher so, da spricht der Fachexperte aus mir, der sagt, Mensch, nimm doch das einfach, wie es ist. Ja. Wohl wissend, dass die Welt da draußen anders tickt und dass wir natürlich, wenn wir einen Podcast haben, auch gucken müssen, wie können wir ihn insofern vermarkten, dass er möglichst viele Menschen erreicht und Absolut. beglückt. Und ja, und das wäre jetzt ein Punkt gewesen, auf den wäre ich jetzt noch gekommen. Also nicht nur Podcast als Marketinginstrument, sondern Marketing für unseren Podcast. Das Ja, ist ja, glaube ich, noch mal eine andere Facette genau. und das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig trennen von dem, was wir vorher schon beredet haben, von dem Journalistischen, ein kleines bisschen, um das mit diesem großen Genau. Thema noch mal oder mit diesem sehr allgemeinen Begriff noch mal zu verbinden. Und mit der Technik hat es irgendwie auch was zu tun. Und wie sind denn so unsere Podcast-Titel zum Beispiel?
Wir investieren da viel Zeit drin, aber vielleicht kriegen wir noch mal von irgendwem und am allerliebsten natürlich von wohlgesonnenen KollegInnen Tipps. Wie macht man denn so einen Titel so sexy, dass die Leute Lust haben, sich den? Ich gebe ja zu, viele meiner Titel kommen aus dem Bauch heraus und ich bin mir immer nicht sicher, ob ich noch eine Klarstellung bringen muss zu dem letzten Titel, den wir da hatten. Der hieß. Stopp, was ist der letzte Titel, den er da Wollte ich hatte? gerade Das sagen, musst du der nochmal letzte Titel war klarsprechen. KI im Dialog, ein Trio im Gespräch. Irgendwie so. Das Okay. hat ChatGPT geschrieben. Ich hatte einen anderen Titel. Den fanden die Fachexperten nicht sexy genug und haben dann Okay. einen Titel aus ChatGPT vorgeschlagen. Ich weiß, dass das grammatikalisch nicht sinnvoll ist, was dieser Titel ist, aber vielleicht war er sexy genug zum Hören. Da hätte ich gerne mal Feedback. Okay, ja gut, aber guck mal, ist das ein schönes Beispiel. Und ja, ich mache es ganz oft so mit den Episodentiteln, dass ich auch wirklich meine Gästinnen bitte, ein bisschen in den Kreativmodus zu gehen. Und manchmal bin ich echt baff, was für tolle Ideen da zurückkommen. Manchmal habe ich auch tolle Ideen, aber es ist immer, also in der Zwischenzeit glaube ich, immer eine Gemeinschaftsproduktion. Und das finde ich schön, weil da entsteht noch mal ganz was anderes draus, als wenn ich jetzt nur so ein, naja, vielleicht eher eine fachlich orientierte Überschrift so einen Titel geben würde. Und Menschen, die viel tiefer im Thema drinstecken, haben manchmal noch mal ganz andere Ideen. Und das zu nutzen, glaube ich, damit haben wir uns dieses Jahr einen guten Gefallen getan, da auch Input zu den Titeln unserer Podcasts zu holen. Aber Marketing heißt eben auch das Bewerben auf LinkedIn zum Beispiel, das Bewerben. Du bist ja sehr rege auf Mastodon, Ah, nicht mehr wovon ich so. mich in der Zwischenzeit ziemlich verabschiedet habe, sage Es ich ist ganz auch bei mir ehrlich. ruhiger geworden, Ah, tatsächlich. okay. Von daher nicht böse sein. Am besten kriegt man uns gerade auf LinkedIn. Wir werden da wieder Ja. aktiver werden. Das war auch ein spannendes Jahr, was soziale Netzwerke anging, ne? Das Inwiefern? ging ja Magst du mal zwei Gedanken dazu äußern? Na, Ende des letzten Jahres war es doch, glaube ich, als wir auch diesen Mastodon-Podcast draußen hatten, Genau. wo tatsächlich ja dann Twitter das erste Mal totgesagt worden ist. Und was ich jetzt aber gerade Stimmt. festgestellt habe, also Twitter gibt es ja nicht mehr, heißt ja jetzt X, was sich total schön, unschön spricht. Also früher hat man gesagt, ich twittere, jetzt soll man sagen, ich exe, weiß ich nicht. Ja, Aber aber Mastodon, Susanne, die haben alle Titel, wo du jetzt im Ernst an nee. allen was finden Und was ich könntest. halt festgestellt habe, ist, dass es so für mich in meiner Art in sozialen Netzwerken also aktiv zu sein, das ist so zerfasert so ein bisschen. Also ich Verstehe. habe keine wirkliche Heimat mehr und doch habe ich. Also ich habe eine ganz tolle Heimat und die befindet sich in meinem direkten Umfeld. Da muss ich in kein soziales Netzwerk gehen und Ja. da. Ja, ist schön gesagt. Und ich wünsche dir, dass du alle Lernanregungen bekommst aus diesem direkten Netzwerk. Ich sage aber ganz ehrlich, ich kriege mehr aus dem, also tatsächlich aus LinkedIn. Und ich bin ja da immer ganz zurückhaltend und schüchtern, wenn ich sage, doch, LinkedIn ist für mich ein Lernnetzwerk noch, weil ich weiß, dass die Kritiken natürlich an dem Algorithmus groß und präsent sind und viele das nicht verstehen können, was ich sagen kann. Aber irgendwie habe ich wohl geschafft, ein paar Leuten zu folgen, die jetzt nicht so mit meinem ursächlichen beruflichen Thema zu tun haben, aber mit Themen, die mich sehr interessieren. Und zum Beispiel dieses ganze Thema um Storytelling, Story Listening zum Beispiel. Davon würde ich nichts erfahren, wenn ich nicht ein paar Leuten auf LinkedIn folgen würde und Genau. von Zeit zu Zeit immer mal wieder Artikel lesen würde, die mich inspirieren. Genau, und das ist das, was ich, warum ich auch vorhin gesagt habe. Ich glaube, dort erwischt man uns auch am besten. Man muss natürlich auch in LinkedIn dann mittlerweile ein bisschen das, was Marketing-Posts sind, unterscheiden von den Posts, die man wirklich als wertvoll empfindet. Aber das ist ja genau das. Vielleicht als letzten Punkt dazu in sozialen Netzwerken, was ja gar nicht unser Thema heute ist, aber tatsächlich Nee. diese Fähigkeit, diesen Skill zu haben, diese Kompetenz zu entwickeln, das Wichtige rauszuziehen aus dem, was dort an Massen von Infos durchlaufen und das, was für einen Absolut. wertvoll ist und eben nicht jeder Information auf den Leim zu gehen, die dort ist. Das ist tatsächlich
etwas, was wichtig ist. Und das ist vielleicht auch mein Anspruch in dem einen oder anderen Marketing-Post, den ich mache für den Podcast, wo ich dann denke, ist aber schade, wenn ich jetzt nicht auch ein bisschen Rahmung dazu geben kann, was meine Gedanken dazu sind. Ne? Und dann da merkt man auch, dass ich gerne ein bisschen auf den Leim gehen bei unseren Marketing-Posts auf LinkedIn zu dem Podcast. Ja, wir wissen, wir dürfen da auch noch ein bisschen reger und ein bisschen aktiver werden. Aber auch daran arbeiten wir. Genau, auch haben wir uns viel vorgenommen fürs nächste Jahr. Ja, haben wir. Aber das ist doch auch total schön, Susanne, weil ich finde jetzt, wir haben so viel schon gelernt zu diesem Thema Podcasten. Und ein paar Sachen haben wir angesprochen, wo wir uns, glaube ich, auch echt auf die Schulter klopfen können. Mhm. Und einfach so aus der Laune heraus, in der Pandemie, ich habe gern Podcasts gehört, du fandst es irgendwie spannend, was zu machen, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, ja komm, dann machen wir unseren eigenen Podcast. Mhm. Und was daraus geworden ist, ich glaube, da können wir schon ganz stolz auf uns sein. Aber es gibt eben einfach auch noch ganz viel zu tun. Und da haben wir jetzt, glaube ich, so das eine oder andere zumindest mal versucht zu thematisieren. Mhm. Und aber wir finden eigentlich auch, Entschuldigung, erst du. Nee, du. Aber ich finde eben auch, für mich ist Audio nach wie vor ein total tolles Format, weil ich eben immer noch meine Runden nach dem Homeoffice abends drehe im Kiez und ein bisschen zumindest mich bewege. Und Podcasts begleiten mich sehr oft dabei, egal was für einer. Mhm. Und insofern ist meine Liebe zu diesem Format Audio vielleicht stärker denn je und meine Überzeugung, dass das was Tolles auch im Lernkontext ist, ist auch so groß wie nie vorher. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Audio ein tolles Ergänzungsformat ist. Und ich habe jetzt gerade erst einen Kunden gehabt, wo die Wahl stand, bekommen die Teilnehmenden für eine Trainerausbildung im Vorfeld ein WBT oder hören sie mal in die Lernlustfolgen rein. Und der Kunde hat sich für die Lernlustfolgen entschieden und das fand ich sehr, sehr schön. Oh, das ist ja super. Ja, fand ich auch toll. Das finde ich toll. Von daher, es muss sicherlich fürs Lernen nicht immer Lernlust sein. Gibt vielleicht auch andere Podcasts, die man machen kann. Aber ich glaube, es ist ein tolles Format, weil einfach dieses sich über ein Thema unterhalten manchmal mehr Fragen aufwirft für den, der es hört. Also auch wenn ich so deine Podcasts gehört habe oder auch andere Podcasts, merke ich immer, wie bei mir die Fragen oder die Lust mitzudiskutieren angeregt wird. Ich weiß. Und das ist vielleicht die Werbung, die ich so fürs Podcast hören oder Podcasten überhaupt machen kann. Ich glaube, es ist für neugierige Menschen das beste Feld, tatsächlich Absolut. Unterwegs zu sein. Genau. Und insofern, Susanne, wir haben viel gelernt, wir lernen weiter viel. Wir werden nach wie vor, glaube ich, Themen haben, von denen wir keine Ahnung haben, denen wir uns annähern werden und wo wir garantiert sehr viel schlauer nach Hause gehen nach so einer Aufzeichnung. Aber es ist irgendwie, zumindest mir ist es ein Herzensanliegen und vielleicht nutze ich die Chance, das jetzt einfach auch nochmal zu sagen. Ich wünschte mir so sehr, dass wir mehr Menschen in Organisationen begeistern können für Audioformate zum Lernen und tatsächlich dieses Lernmedium ein selbstverständlicheres in der Zukunft wird in einem guten Blended Learning Mix. Mhm. Das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Was für ein schöner Schlusssatz, den du da gesagt hast. Lassen wir den einfach so stehen? Den lassen wir einfach so stehen. Sehr schön. Super. Susanne, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir mal wieder eine Episode zu machen, ein bisschen über uns zu plaudern. Mhm. Fand ich auch. Und euch da draußen ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr unserer sehr persönlichen Episode gefolgt seid und wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Anregungen, auf eure Tipps und ihr könnt euch auf viele spannende Themen im nächsten Jahr mit uns, mit Lernlust freuen. Danke, Susanne. Ich danke dir, liebe Claudia, und auch von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Hörpause von uns oder stöbert in den alten Folgen oder hört ganz andere Podcasts und wir melden uns dann im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, bleibt neugierig. Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf den Austausch mit euch. Wie ihr uns erreicht? Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder ihr folgt dem Lernlust-Podcast auf Mastodon. Es gibt uns auch als echte Person auf Mastodon oder LinkedIn. Sagt uns also, was euch gut an unserem Podcast gefällt und wo wir noch besser werden können. Bis dahin freue ich mich auf euch bei der nächsten Folge des Lernlust-Podcasts.